und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 3 Adventures of Lara Croft im Level... Hä, wo ist mein Mikro? Ach, hier oben. Entschuldigung, es war wahrscheinlich ein bisschen zu leise. Herzlich willkommen zu Let's Play Tomb Raider 3 Adventures of Lara Croft im ersten Nevada-Level, Nevada des Hort. Ja, und warum im Stoppbildschirm? Wir haben Ton! Ja, wir haben Ton, Leute! Das ist doch mal genial. Ich glaube, ihr findet es auch genial. Ich habe Gaminator gestern auf YouTube gefunden, beziehungsweise Gaminator mir einen netten Kommentar geschrieben unter ein Tomb Raider 3 Video. Und er lädt auch alte Tomb Raider Videos hoch. Und er macht die auch sehr gut auf jeden Fall. Er hat mir halt jetzt ein paar Tipps gegeben und hat sich gewundert, hä, warum ist der Spielsound nicht drin? Haben wir uns ein bisschen Gedanken drüber gemacht, beziehungsweise er. Und hat mir vorhin geschrieben, du musst dann config.txt in dem Tomb Raider 3 CD-Dingens löschen. Und den Controller einfach anschließen, damit das alles immer neu praktisch ist. Und jetzt habe ich Ton. Ich habe zwar keine Musik, aber komischerweise keine Musik, aber die ist auch nicht so wichtig. Immerhin haben wir jetzt Ballergeräusche und auch haben wir jetzt Geräusche. Ihre Laufgeräusche sind jetzt zumindest da. Und alles. Und das ist doch schon mal gut, wenn ihre Laufgeräusche und Schießgeräusche da sind. Das ist doch alles viel angenehmer gleich. Musik kommt ja auch nicht, ich sag mal in Anführungszeichen, so oft. Laut genug, steht auch mal noch ein bisschen höher. Ja, und bin auch sehr froh, dass es jetzt endlich soweit ist und dass ich das jetzt so machen kann. So, wir sind jetzt hier hochgegangen, da war noch nicht so richtig was zu machen. Deswegen müssen wir nochmal das Wasserding jetzt zurückstellen. Oh, das ist gleich so komisch, wenn man einen Ton hat. Das ist gleich richtig komisch, Leute. Und das hat mich jetzt auch total motiviert, wieder aufzunehmen. Ich hatte vom Tomb Raider 3 nicht mehr ganz so viel Lust, weil auch der Ton gefehlt hat. Das hat mich total, das hat mich richtig genervt. Aber jetzt, wenn das nochmal passieren sollte, immer diese config.txt löschen. Da kann man auch immer dann, wenn man das löscht, auswählen, wie die Qualität dann auch sein soll und alles sowas. Ja, da hat mir der Gaminator auf seinem Kanal wirklich sehr weitergeholfen. Der ist auch noch, glaube ich, in meinem Alter, also auch noch, geht auf jeden Fall noch in die Schule. Und da danke ich ihm wirklich sehr. Ich habe ihm das auch schon geschrieben. Und ja, herzlichen Dank, falls du dieses Video nochmal siehst. Und... er hat mich gestern aus den 10 Abonnenten-Special hochgeladen. Inzwischen hat er nämlich schon 12 Abonnenten. Ich war sozusagen der, der ihn abonniert hat, als er dann 10 hatte. Ich hatte nämlich vorher 9 und mit meinem hat er 10 gehabt. Und ja, ich werde ihn auch immer, denke ich, abonnieren, weil er macht echt auch gute Tomb Raider-Videos in guter Auflösung, guter Qualität. Ey, da muss ich erstmal hin. Stimmt ja. Mann, bin ich bescheuert, ey. Ich bin echt bescheuert. Habe ich mich gar nicht hinguckt. Ich habe wahrscheinlich einfach zu abgelenkt. Ich weiß sogar, wo das ist. Ja, da war ich jetzt echt ein bisschen blöd, das gebe ich zu. Ah ja, stimmt ja. Ich hätte mich ja schon gewundert. Oh, der Ton ist da. Das ist echt so ein anderes Gefühl direkt. So. Ich höre was. Jetzt hört man auch die Geräusche, wenn ein Gegner kommt. Da hört man sogar jetzt die Geräusche und all sowas. Das ist schön. Kommt zwar keine Musik, aber das ist auch nicht so wichtig. Ach, das sind die, die da drin sind, in dem Zaun war. Ja. Tomb Raider 3 ist vielleicht mit dem Ton so ein bisschen verbuggt. Das kann wirklich sein. Aber ich habe es ja jetzt hinbekommen. Ja, das habe ich euch ja gezeigt. Das habe ich ja Sarah Schnücke schon erzählt. Normalerweise kommt schon ein schönes Nachtigallgeräusch. Hört euch das an. Darauf habe ich nur gewartet, aber das Nachtigallgeräusch ist so schön. Und das war halt jetzt nicht da und nicht drinne. Und jetzt war es da, wie ihr schon gemerkt habt. Denn der Ton ist da. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll, Gaminator. Weil das macht gleich ein ganz anderes Gefühl. Was mich auf... ach, jetzt war es drin. Das wollte ich doch alles auch nur. Und was ich auch sagen wollte, ich danke euch allen sehr für 45 Abonnenten. Ich habe 45 Stück. Ich habe vor 2 oder 2,5 Wochen hatte ich noch 35. Und vielleicht durch Tomb Raider 3 habe ich jetzt in dieser Zeit 10 neue Abos gewonnen. Ich bin sehr gespannt und habe jetzt also schon 45 Leute, noch gar nicht so viel. Wenn wir bei 50 Abonnenten sind, ich glaube, das dauert nicht mehr so lange, denn die Abonnenten steigern sich jetzt fast jeden Tag immer um einen. Bei 50 Abonnenten, ich hoffe, dass das jetzt vielleicht schon 1-2 Wochen ist, da wird es dann ein kleines Special geben. Ich weiß noch gar nicht was, aber vielleicht schnuppern wir schon mal in das Spiel Relics of Power ein und ich beginne für die 50 Abonnenten das neue Spiel von Seed94. Das ist sozusagen, oh Gott. Tomb Raider Relics of Power ist das neue Spiel von Seed94. Ist, glaube ich, am 13. Januar rausgekommen. Habe ich schon mal angespielt. Das ist so, weil Search for the Golden Mask von ihm ist ja so ein bisschen wie The Golden Mask aufgebaut, wie der Director's Cut von Tomb Raider 2. Und dieses Spiel, das er erst gemacht hat, ist ein bisschen aufgebaut wie Tomb Raider 3, der Director's Cut, also Lost Artifact.
Und das ist so der kleine Remake zu The Lost Artifact, das neue Spiel von Z94. Und das werde ich vielleicht dann mitten im Tomb Raider 3 Projekt auch anfangen. Also habe ich vielleicht mal zwei Projekte laufen. Werde ich das mittendrin praktisch anfangen. Wenn ich 50 Abonnenten erreicht habe, weil das Spiel schon sehr schön ist und mir auch schon vom Reihen her sehr gut gefallen hat. Es gibt aber auf der Seite auch noch keinen Walkthrough. Wenn es halt keinen Walkthrough gibt, ist das sehr ärgerlich, weil dann, wenn ich mal nicht weiterkomme, muss ich halt Hörgel 96 fragen, der hat es nämlich schon ohne Hilfe durchgespielt, hat er mir gesagt. Weil er liebt ja auch die Spiele von Z94. Er hat mich hier erst drauf gebracht, praktisch. Oh, da habe ich jetzt auch viel Leben verloren. Egal. So. Nächste Level haben wir sowieso keine Waffen mehr. Ich hoffe, dass wir nicht trotzdem noch dann alle Gegenstände haben. Ich hoffe mal nicht. Da kommt auch gleich so ein Typ. Jetzt hört man, wie es noch, wenn die Leute, also die Typen laufen. Das sind hier mal nicht jetzt viel angenehmer. Ich rede die ganze Zeit nur davon. Wie der aus der Ecke auch erschienen ist. So. Die halten aber auch echt nicht viel aus. Die Pistolen ist ja eigentlich eine ziemlich schwache Waffe, wenn man das jetzt mal mit anderen Waffen vergleichen. Geil! Spiel ist von 98. Geile Computer. Windows 95? Wir haben das ja 97 gemacht, wahrscheinlich schon mit der 3 und da war es 98er noch gar nicht draußen. Genau, hier muss eine Chipkarte rein. Da kann man irgendwie den Strom ausstellen. Genau. Und dann kommen wir auch gleich zu einem netten, kleinen Nevada Quadbike. Auch sehr schön. Hat hier ein ziemlich großes Gelände. Wir sind jetzt praktisch hier drin. Einfach nur. Das war ein Flugzeug. Das hätte ich jetzt aber mal gern gesehen. Schade. Ich glaube, hier kam noch einer. Das habe ich noch in Erinnerung. Die verschwinden jetzt auch schon. Manche Gegner verschwinden schon, aber manche noch nicht. Ah, der hat ein Medipack fallen lassen. Hab gedacht, die hätten jetzt hier alle nichts fallen lassen. Wenn man weiter weggeht, dann verschwinden die. Weil eigentlich verschwinden sie in Tomb Raider 3 noch nicht. Aber manchmal verschwinden die Gegner. Wenn man weit genug von den Gegnern weg ist, dann verschwinden die in Tomb Raider 3 auch schon, wenn man weit genug weg ist. Tomb Raider 4 und 5, dann kann man auch zugucken, wie sie verwesen, was richtig unlogisch ist. Also Tomb Raider 1 und 2 finde ich es logischer, dass die Tiere liegen oder die Gegner liegen bleiben. Das ist einfach viel, viel logischer. Ja. Und jetzt brauchen wir schon das Quadbike, glaube ich. Wird jetzt ein bisschen ätzend, glaube ich, weil ich kann mit so einem Ding nicht richtig umgehen. Wir kennen das ja schon aus dem Ganges. Auch ein sehr schönes Level. Oh, wir hatten auch bisher nur 10 Empty Slots. Jetzt haben wir 15 Empty Slots. Wir hatten vorher wirklich nur 10 und nicht 15. Seltsam. Ist gut jetzt. Bleibt mal umstehen. Nein! Mussten wir, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir darüber mussten. Ich glaube, wir mussten irgendwie darüber. Oh, das ist richtig laut. Ich weiß nicht, ob das zu laut ist. Ich glaube, es ist zu laut für euch. Aber wir müssen doch erstmal hier hin. Jetzt hält man es wieder ein. Wir müssen erstmal hier hin. Muss ja sagen, ist ganz schön laut, das Geräusch. Aber ich denke, das ist für euch angemessen. Wir hören das sowieso nicht so laut, das Geräusch. Es macht gleich viel. Ich habe richtig viel Spaß zu spielen, weil endlich der Ton da ist. Es gibt mir dann auch so einen kleinen Aufschwung sozusagen. Ja. Hier liegt nämlich das Kärtchen, was wir da drüben brauchen, wo der Typ schon ganz wild drin herumlief, weil der das haben wollte. Oder dass er uns töten will. Oder einfach nur diesen Schalter bewacht, der den Strom, glaube ich, ausstellt. Ah, schön. Wir hätten jetzt auch hier hochfahren können, oben stoppen können. Aber das wäre für mich ein bisschen unlogischer gewesen. Ah, da ist es schon drin. Von draußen können wir ja noch nicht abballern. Ist ja klar. Ich glaube, ich werde wieder mehr Tomb Raider spielen, als mich für Maxes Comedy- und Vlog-Kanal zu beschäftigen. Macht mir gerade wieder richtig Spaß, Tomb Raider zu spielen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe auch zur Zeit wieder Zeit, weil keine Arbeiten anstehen und nichts. Hat er uns gar nicht gesehen, oder was? Ist ja gut jetzt. Okay, hier ist nämlich ein Elektrozeichen. Und der Strom geht gleich aus, wenn wir diesen Schalter betätigt haben. So war das, glaube ich, meiner Meinung. Ich weiß gar nicht, ob jetzt die Cutscenes aufgenommen werden. Die Musik ist ja auch nicht da. Vielleicht werden sogar die Cutscenes abgespielt. Muss ich mal gucken. Finde ich, ich habe euch ja das Ganze verlinkt. Die Playlists werden ja, die Videosequenzen, zumindest die animierten mit Lara selber, wo sie auch spricht, werden ja eigentlich aufgenommen. Nur wenn man, es gibt noch so andere Sequenzen, die halt nicht aufgenommen werden. Ja, Strom ist aus.
Ja, und gucken, ob die abgespielt wird, die nächste Videosequenz, als der von den MP-Ländern abgedingst ist. Aber ich habe die ja auch verlinkt in der Playlist, in der Tomb Raider 3 Playlist, deswegen wäre das auch nicht so schlimm jetzt. Der Strom ist aus, oder? Ja. Sehr schön. Jetzt können wir hier raus und können über so eine Rampe fahren und dann ist, glaube ich, das Level zu Ende. Gleich das schöne Nachtigallgeräusch, das ist echt schön, finde ich. So. Du Scheiße. Ich glaube, ich jetzt hier runterfahren. Ich weiß nicht, wie das war. Ich speichere immer ab, bevor ich irgendwo in den Abgrund fahre und ich dann nicht wieder hochkomme. Nee. Fahr mal. Da liegt was! Da liegt was, habe ich liegen lassen. Entschuldigung. Granaten liegen da. Ich weiß, wir verlieren sowieso alle Waffen und alle Munition und alle Medipacks im nächsten Level wieder, aber trotzdem, die kann ich hier nicht liegen lassen. Grenades. Für den Grenade Launcher heißt der, glaube ich, ist nicht mehr. Und Rocket Launcher, der Raketenwerfer. Jetzt, glaube ich, hier hoch und einfach da drüber fahren. Ja. Oh, genau 40 Minuten. Das war das Level Nevada Desert. Wir haben es sogar noch in der Folge geschafft. Also ungefähr fast eine Dreiviertelstunde gebraucht. Wir mussten ja auch kaum laden. Und somit haben wir für... Wir mussten auch so wie nie laden. Genau 40 Minuten und 0 Sekunden gebraucht für das Nevada Level. Also für die Wüste von Nevada. Genau 40 Minuten. Immerhin 1 von 3 Geheimnisse gefunden. 25 Gegner besiegt, davon einige Schlangen, aber auch am Ende jetzt ein paar menschliche Gegner. 586 Munition verbraucht und 493 Treffer gehabt. Also fast 100 Schuss in die Luft geballert. Das geht noch gerade so, aber es war schon mal um einiges besser bei mir. Wir haben keine Medipacks nehmen müssen, hatten auch nicht mehr so viel Leben am Ende. Und 4,45 Kilometer sind wir an diesem Level gereist. Und das ist gleichzeitig auch die zurückgelegte Distanz. Kommt die Videosequenz? Ich glaube nicht, aber wir gucken mal. Nein, die Videosequenz kommt leider nicht, aber ich habe die euch sowieso verlinkt. Und jetzt sind wir im... Oh nee, nicht wieder der Bug. Jetzt ist schon wieder der Bug da. Ich beende ja die Folge sowieso gleich, deswegen. Ist nicht so schlimm. Oh, dieser Bug. Immer mein neues Level beginnt. Das Level heißt, das interessiert mich voll, High Security Compound, auf Deutsch Hochsicherheitstrakt. Ganz klar. Herzlich willkommen beim Nevada-Bug. Jetzt gibt's wieder den Bug. Guckt mal. Immer noch mal neu laden. Ja, wir haben nichts mehr, wie ihr schon seht. Wir sind jetzt im Hochsicherheitstrakt. In der Videosequenz haben wir gesehen, also müsst ihr euch wirklich mal angucken nach dem Video. Haben wir gesehen. Ah, ne, geht die Tür auf. Das wollte ich noch gar nicht. Ich wollte erst noch was erzählen. In einer Minute ist das sowieso rum, die Folge. Ich beginne. Das ist ja gleich von neu nochmal alles. Ich will den Bug aber nochmal zeigen. Schnell. High Security Compound. So, hier sieht man ja so das Quadbike. Guck mal, das Quadbike ist an der Wand angemalt. Das ist voll der Bug. Bei keinem anderen Let's Player trifft der Bug auf, nur bei mir. Und hier oben sieht man auch schon so grüne Laserstrahlen. Die werden in der Zeit auch rot sein. Die roten sind aber gefährlich, die grünen nicht. Ich finde, so sieht das eigentlich ganz nett aus. Ich will die ganze Zeit die Waffen ziehen. Sie kann keine Waffen ziehen. Wir haben nichts, nur ein kleines Medipack, sonst nichts. Immerhin können wir unendlich abspeichern. Das ist schön. Ging ja bei der PlayStation 1 Version auch nicht. Und das war... Die Wüste von Nevada, jetzt sind wir im neuen Level, im High Security Compound, auf Deutsch, im Hochsicherheitstrakt. Und dann machen wir in der nächsten Folge weiter, die ich direkt jetzt noch aufnehme, weil ich gerade voll Bock habe, Tomb Raider zu zocken. Oh. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, bis gleich.